Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion, say a word, hold a hand. Wir sind ja absolut die Küstenmenschen, also wir lieben das Meer und fahren ja auch echt eigentlich nur an der Küste lang, aber jetzt ist es so, dass Julie sich ein Ziel rausgesucht hat in Montenegro, was innerhalb des Landes ist. Und was ist das für ein Panorama? Es ist unfassbar. Also wir sind jetzt gerade durch Bosnien durchgefahren, ganz kleines Stück, sind jetzt in Montenegro angekommen. Und was soll ich dazu noch sagen? Auch die Grenzen in Bosnien wie auch hier in Montenegro waren überhaupt kein Problem. Wir haben den Reisepass von Zoe abgegeben, unsere beiden Persos und den EU-Pass von Nala, also von unserem Hund. Und ja, das war überhaupt kein Problem, haben sie gar nichts gesagt. Den EU-Ausweis von Nala hat sich vor allem keiner angeguckt. Unsere Personalausweise wie auch der Reisepass unserer Tochter wurden immer gescannt oder kopiert oder was auch immer die gemacht haben. Und ja, Entschuldigung wegen der Sonnenbrille, aber es ist ziemlich sonnig hier und jetzt geht's für uns weiter. Not the sum of what we plan, but the in-between. This miracle of human life and the body and time that we occupy, it is all together sacred. Euch schon erzählt hatte, sind wir auf dem Weg zu unserem nächsten Spot. Allerdings sind wir jetzt gerade in eine Straßensperrung geraten, und zwar die Hauptstraße wurde gesperrt. Es sind noch 1,5 Stunden, haben sie uns gesagt. Dann werden sie die Straßensperrung wieder aufheben. Sie haben extra so krasse Betonpoller auf die Straße gestellt. Ja, und es gibt nur so mega, mega kleine Straßen, die das umfahren würden. Und wenn uns dann jemand entgegenkommen würde, wäre echt... Deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden zu warten. Wir haben ja zum Glück ein Wohnmobil und alles dabei. Und ja, werden wir jetzt einfach einmal eine Zwangspause einlegen. Listen for a heartbeat. With everything in motion. Oh, here now. See the beauty there's woven in every single moment. La da 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 da. La da 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 da. La da da. Don't worry about what you wear or eat. Just stop and smell the roses. Nothing here is guaranteed. Nachdem wir jetzt in Montenegro angekommen sind, sind wir ja relativ schnell ins Inland gefahren. Und jetzt haben wir gestern das Kloster in Ostrog oder Kloster Ostrog besucht. Da durfte man leider nicht filmen, weder Drohne fliegen noch Kamera und so weiter. Daran haben wir uns einfach auch gehalten. Wenn ihr das sehen wollt, schaut einfach mal bei Google vorbei oder so. Oder kommt einfach nach Montenegro. Also der Weg lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind allerdings zu Fuß von einer Zwischenetage hochgegangen und ich muss persönlich sagen, es war super anstrengend, natürlich auch noch mit Kind. Kamera-Equipment hatte ich alles mit, konnte ich dann leider nicht nutzen. Jetzt sind wir auf jeden Fall noch ein Tickchen weiter ins Inland gefahren und sind jetzt in einem Nationalpark und es ist wirklich krass. Also die Landschaft hier ist wirklich heftig. Wir sind ja sonst, habe ich ja schon erwähnt, Küstenkinder, aber irgendwie sowas ist natürlich auch mal echt faszinierend zu sehen. Gerade das selbst hier oben, wo wir jetzt gerade sind, was echt nicht so einfach war mit unserem LT, allerdings hat es trotzdem gut geklappt, sind Häuser, leben wohl Menschen, beziehungsweise bewirtschaften das hier auf jeden Fall auch. Und das ist einfach nur verrückt.
Wir freuen uns trotzdem hier zu sein und werden wahrscheinlich trotzdem heute noch mal ein bisschen weiterfahren. Denn wir sind etappenweise immer mit Freunden unterwegs. Die haben nämlich gerade auch Elternzeit, zufälligerweise genauso in der Zeit wie wir auch. Sind auch gerade hier unterwegs und mit denen fahren wir jetzt auf jeden Fall noch ein Stück. Denn mit denen treffen wir uns zwischendurch immer und fahren etappenweise auch zusammen mit denen. Wir stapfen jetzt wieder auf die Fahrräder, fahren Richtung Camper zurück. Und dann fahren wir in Richtung eines Sees, den schauen wir uns dann auch an und zeigen euch das natürlich. Love surrounding you and me will hold us together. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion. Here now, see the beauty that's woven in every single moment. In every single moment. Slow down and listen for a heartbeat with everything in motion. Here now. Oh God, I really don't matter, it really don't matter to me. Was ist das für eine krasse Landschaft hier in Montenegro? Also sowas haben wir wirklich noch nicht gesehen, sowas sind wir noch nicht gefahren. Ihr habt es gesehen, Weiten ohne Ende und mit Fridolin natürlich auch eine ganz neue Erfahrung. Also unser LT hat damit natürlich so auch seine kleinen Probleme. Also Rasen tun wir auf jeden Fall nicht, aber das ist auch kein Problem bei der Landschaft. Man kann sich ja alles gemütlich angucken. Jetzt sind wir beim Black Lake gewesen. Ihr habt die Aufnahmen gesehen. Wunderbar. Zwei große Seen, die mittlerweile aber auch schon den Wasserspiegel ein bisschen niedriger haben, als so auf den Google-Bildern zu sehen ist und so. Aber trotzdem wunderschön hier zu sein. Allerdings sind wir heute Morgen aufgewacht und es hat tatsächlich geschneit. Also wir hatten so kalte Temperaturen, auch jetzt. Ich habe meine Winterjacke an. Ich bin gerade mit Zoe und Nala spazieren. Zoe hat auch ihre Winterklamotten an, also es ist ganz, ganz verrückt. Aber für uns soll es jetzt gleich auch weitergehen und hoffentlich, hoffentlich passt sich das Wetter auch so ein bisschen wieder an, denn wir sind ja im Süden und wollen ein bisschen die Sonne genießen. Not who I thought you'd be. Don't need your permission. Tired of existing inside of this prison. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp in der Tara-Schlucht eingelegt. Das ist eine ganz berühmte Schlucht hier in Montenegro. Sind aber jetzt schon weitergefahren, denn wir sind jetzt Richtung Albanien unterwegs. Und heute Abend machen wir gemeinsam Abendessen mit Alex und Marie. Und heute gibt's Burger. Oh Gott,
Will man darüber fahren? Ich weiß es nicht, Schatzi. Wow, das sieht ziemlich gruselig aus. Ich hatte auch richtig Schiss, dass wir darüber fahren. Ja. Aber die eine Straße ist wieder gesperrt. Also hier gibt es wirklich voll oft Straßensperrungen. Ich bin einmal rübergelaufen und habe geguckt. Es sah ganz gruselig aus. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Nino hat gesagt, ich fahre da jetzt einfach ganz schnell rüber. Das haben wir jetzt gemacht. Oh Gott, ich habe ganz doll Herzbrochen. Voll Angst, ey. Puh. Ja, meine Lieben, keine 100, 150 Meter nach dieser schönen Brücke haben wir hier nochmal Müll entsorgt, weil hier sind nämlich Mülltonnen. Und was ist? Fridolin springt leider nicht mehr an. Das heißt, die Starterbatterie hat irgendwie einen weg. Also wir sind ja gerade gefahren. Heute Morgen, als wir losgefahren sind, oder eben als wir losgefahren sind, sprang er vernünftig an. Was machen wir jetzt? Ich habe ein Überbrückungskabel dabei. Wir werden die Zweitbatterien einfach nutzen und mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ja, ansonsten halten wir hier vielleicht jemanden an. Alex und Marie sind auch noch in der Nähe. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall Optionen, hier wegzukommen. Aber dann müssen wir uns natürlich eine neue Starterbatterie besorgen. Ja, kann man nur sagen, zum Glück haben wir so ein riesen Setup hier drin und können uns selber Starthilfe geben. Ihr hört, der Motor läuft wieder. Das heißt, wir sind zufrieden, wir können weiter. Aber natürlich müssen wir jetzt trotzdem irgendwie einen Baumarkt, eine Autowerkstatt oder irgendwas aufsuchen und uns eine neue Batterie besorgen.